Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part vom Let's Roleplay Minecraft Dragodia. Willkommen. Wir haben leider jetzt wieder umgestellt, weil die Mods waren leider sehr inkompatibel miteinander, vor allem mit den Welten. Wir haben ja gesehen, dass die Underground-Biom-Sachen nicht gespawnt werden. Ja, vor allem auch die Gebiete nicht geschützt werden von World Guard. Deshalb haben wir jetzt wieder Vanilla. Also wir haben, ich kenne jetzt gerade nicht, eine Art Spigot, ein anderes. Und das hat da auch Datapacks drin und Plugins drin, die recht gut sind. Es gibt übrigens dann noch ein Modpack, wo ein paar optische Mods drin sind, wie zum Beispiel hier das Chai, der Chai-Verschnitt oder der What the hell looking at oben, das Gras, Grasblock, Trampelpfad, Zeugs da oben und noch andere super Sachen. Aber ja, wir müssen halt jetzt einfach neu beginnen. Können nicht anders, aber Mods sind halt nicht immer so richtig, ja, gut machbar. Also schützbar und so Sachen. Gibt immer wieder ein paar Probleme mit anderen Mods und die es nicht vertragen. Oh Gott. Ja, ich habe eben dieses Texture-Pack drin reingemacht. Das John Smith Smooth, also das andere, das zweite. Und ihr müsst schauen beim Downloaden, oh Gott, dass ihr das richtige Download nicht Bedrock-Version, sondern Java-Version. Einfach das zweite nehmen, nicht das erste. Keiner weiß, wieso der auf der Webseite die Bedrock vor der Ding macht. Vor der Java-Version, aber gut. Bedrock ist ja sowieso nicht beliebt, also keine Ahnung. Oh. Schwungkraft, Schärfe, Glück, Fluch des Verderbens. Lass ich mal drin. Eisenklumpen, Feuerstein. Okay. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Leider können wir die, glaube ich, nicht abbauen, oder? Ja. Müssen zuerst mal noch kurz hier ein paar Steine abfarmen. Dann geht's. Mit einer Steinspitzhacke geht es. So, der Andesit sieht cool aus. Oder Andesit. Ja, Andesit, nicht Andersit. Der andere Sitz. So, und einen Ofen und eine Spitzhacke. Dann können wir gleich noch kurz ein Schwert herstellen. Dann machen wir doch gleich mal noch eine Schaufel. So. Okay. Ein Schwert bitte noch. So. Ich habe irgendwie wenig Lautstärke, habe ich das Gefühl. Also ich höre kaum etwas. Hoffe einfach, euch ist das nicht zu laut. Ich sehe es leider nicht, aber wahrscheinlich nicht. Ich höre einfach kaum etwas. Naja. Also jetzt können wir den Goldblock auch abbauen. Der droppt hoffentlich auch etwas. Wieso ist Gold stärker als Eisen? Das verstehe ich nie. Eisen ist doch viel härter. Ist einfach das Real im Real Life. Ist natürlich Gold so nicht gerade so. Naja. Ist eigentlich sehr weich. So. Ja. Als nächstes gehen wir mal in eine Höhle. Ja. Blöde Höhle. Oh. Ist orange. Cool. Die passen so viel besser. Ja, ich muss kurz etwas machen. Ich komme gleich wieder.
So, ich musste kurz spritzen, weil sonst ist mein Zucker zu hoch. Deshalb habe ich jetzt gerade auch so eine blöde Stimme. Bisschen geschwächt. Naja, geht manchmal halt nicht anders. Und der Zucker steigt dann als Diabetiker. Naja. Ach, gut, habt ihr es besser, wenn ihr keinen Diabetes habt. Das ist die schlimmste Krankheit, die man sich vorstellen kann. Immer auch mit Schmerzen oder mit Schwäche verbunden. Naja. Ist leider nur Kupfer, also ich brauche unbedingt Eisen. Ich baue jetzt nicht allzu viel Kupfer ab. Weil ja, die Farbe könnte ja auch Eisenerz sein. Gehen wir lieber hier runter. Kein Eis, keine Kohle. Okay, ja, ist ein Skelett. Das lieber nicht. Okay, hier haben wir Kohle. Okay, ich bin, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen in Bedrängnis. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Verdammt nochmal. Ah, man spawnt wieder hier. Ich hasse das. Ist unglaublich, wie man einfach die ganze Zeit von diesen overpowerten Skeletten belagert wird. Die Skelette können in den Nether gehen, so stark sind die. Ah, wenn man am Anfang doch keine Rüstung hat, dann muss man doch irgendwie auch den mal ein bisschen entweichen können. Seitdem wir sie immer 100% treffen, sind sie wirklich, wirklich, ja, Bestien geworden. Also das nennt man nicht Balancing, das nennt man, ja. Wie sagt man denn, Gegner, die overpowered sind, Nervereien? Ja, das ist so, man hat einfach viel zu wenig Leben, vor allem am Anfang. Wieso nicht mal die Defensive mal ein bisschen steigern am Anfang? Ja, genau. Okay. Gut, dachte schon, ein Skelett wäre hier. Das ist unglaublich nervig. Okay, die wichtigsten Sachen haben wir wieder. Ein Bett haben wir auch. So, jetzt. Kann doch nicht sein, dass man immer verliert wegen den blöden Skeletten. Andere Gegner sind viel zu schwach und die sind viel zu stark. Das nervt also wirklich. Kann ich bitte auch wieder nach oben irgendwie? Muss ich zuerst tausende von Blöcken abbauen, dass ich wieder oben lande? Okay, ein Zombies-Ding in der Nähe. Ich muss leider alles wieder einstellen. Ich mag das nicht, wenn immer die ganze Zeit Mobpacks und so geändert werden, aber das macht halt X-Karussell-P ständig und deshalb habe ich irgendwie alles auch nicht so laut oder zu laut für euch eventuell. Naja, muss ich alles nochmal anpassen. Sollte jetzt eigentlich nicht so laut sein. Ja. Es ist nichts. Also Minecraft ist so, wenn es im Hintergrund ist, macht es keinen Lärm. Das sollte eigentlich Lärm machen. Es muss genauso sein, wie es immer ist, aber dazu sind die Entwickler halt zu faul. Entwickler können schon extremst faul sein. Das ist Nacht. Naja. Ich meine, Entwickler machen immer zu große Spiele und dann können sie nicht alles einfügen. Und darunter leiden halt immer die ganzen Spieler. Ich meine, Minecraft ist nicht ein Spiel, das dieses Jahr rausgekommen ist. Die Features sollten eigentlich schon lange drin sein. Also zum Beispiel Farmwelt oder so etwas. Oder, ja, dass nicht immer alles kaputt geht oder kaputt bleibt zum Beispiel. Jetzt müsste eigentlich mal reinkommen. Weil im Real Life gibt es ja auch Korrosion und Veränderungen. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Höhle. Das Gravel. Könnten wir Gravel gebrauchen? Denke schon. Ja, jetzt muss ich unbedingt mal Fackeln herstellen. Das geht nicht. Dafür brauchen wir wieder Holz. Sticks. Jetzt nehmen wir mal Fackeln bitte mit. Können wir halt einfach nicht in den Ofen. Gottchen.
Diese Steuerung in der neuen Version mag ich überhaupt nicht, dass man da etwas auf F legen kann. Ah, drückt man einmal F, hat man Zeugs nicht mehr in der Hand und muss dann wieder switchen. Ja, es ist so gut, das Spiel, aber wenn Dinge, die schlechter sind, nerven, dann muss der Entwickler halt etwas machen. Weil das Spiel ist wunderbar. Das habe ich schon aber tausendmal gesagt, wieso ich Minecraft-Fan bin. Ich kann es gerne nochmal sagen, es ist einfach dieses, ja, man kann Blöcke abbauen, man kann Blöcke bauen, man kann, ja, survivalen, man kann Rollenspiel machen. Und das ist das Wichtigste, Motivation über Rollenspiel zu holen. Weil viele Spieler, die bauen irgendwas und dann hören sie auf. Sondern mal das Survival auch fertig machen oder so. Die meisten Leute sind irgendwie nicht motiviert zu bauen. Und das ist, für die meisten Serverbetreiber natürlich schon echt doof, wenn jetzt zum Beispiel der Server Isaltis, ja, der hat jetzt einfach keine Spiele mehr, außer der süchtigste. Wenn die Spiele dann immer wieder sofort aufhören, aus irgendwelchen Gründen. Es kann schon sein, dass für viele halt Minecraft jetzt nicht so interessant ist, was sie gerne hätten. Klar. Okay, hier haben wir Stalagniten. Keine Stalaktiten scheinbar. Aber es sind zu große Höhlen. Das sind alles 1.18 Features. Und sogar 1.19 Features sind schon drin. Das sind alles Data Packs. Ich kann euch in einem der nächsten Parts mal alles zeigen. Ja, und da haben wir Eisberge. Also, die können wir leider noch nicht abbauen. Ich verstehe nicht, wieso eine Spitzhacke nicht Eis abbauen kann. Das geht doch im Real Life. Immer dieses Behutsamkeit haben. Also auch wieder irgendwas. Coole Berge. Der Weltgenerator ist natürlich viel besser geworden als im 1.17.1. Aber diese richtig neuen Features da aus dem einen der letzten Snapshots, glaube ich, vor 3 Wochen, sind leider noch nicht drin. Die Kühe sind auch mega geil. Performance ist auch mega geil gerade. So. Ist wahrscheinlich irgendwas am Generieren im Hintergrund. Also wir brauchen Kühe. Wir brauchen Bienen, die irgendwie so ein bisschen leblos aussehen. Ja, nehmen wir noch ein paar Rosen mit. Die machen wir dann im Rollenspiel. Natürlich da auch. Pflanzen wir die an. Okay. Alles rote Blumen. Was ist der Unterschied zwischen Mohn und Mohn? Da hat es einen Mohn, da hat es tausende von Mohn. Was ist der Unterschied? Ist immer die gleiche Blume. Sehen aber komplett anders aus, je nachdem, wo sie liegen. Jetzt schaue ich mal kurz. Ich habe nicht mehr diese 70 FPS aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich wegen der World Generation. Die ist ein bisschen langsamer natürlich. Naja, kann man jetzt gar nicht so viel machen. Weil, ja. Okay, Sichtweite vielleicht ein bisschen runterstellen. Weil ich habe das meiste auch deaktiviert. Weil auf schlechteren PC läuft Iris halt noch nicht gut. Das müssen sie noch ein bisschen fixen. Ich kaufe ja den neuen PC, der müsste eigentlich nächste Woche ungefähr da sein. Und ja, blaue Blumen brauchen wir auch noch. Nehmen wir jetzt schon mal mit. Jetzt weiß ich gar nicht, wir machen jetzt einfach mal Rollenspiel in der normalen Welt, wo jetzt wirklich alle 1.18 Features drin sind, wenn wir Wolken drehen. Sonst machen wir ab morgen das einfach dann dort ja, weiter. Okay? Dass wir jetzt einfach nicht dort die Welt auf, also ein Haus bauen, sondern zuerst mal in der Freebuild-Welt und danach in der Lohnspielwelt. Also eben, es wird eine normale Freebuild-Welt geben, weil das Server natürlich auch ein bisschen Freebuild braucht. Danach wird es eine RPG-Welt geben. Dort könnt ihr mit Factions und so Sachen
ja, mal ein Gebiet bauen oder so, wenn ihr eigenen König sein wollt oder einen König anschließen wollt. Und dann gibt es noch eine Battlewelt, wo PvP an ist. Und dort könnt ihr dann Ding machen. Ja, PvP. So, haben wir noch einen? Ja, wir haben keine Beere. Das Schokoschafen möchte, also möchte ich gerne mitnehmen. Naja. Ja, eben, wenn so viele Blöcke hat, ist die World Generation natürlich nicht so gut. Es geht auf die FPS. Ja, jetzt habe ich 64. Ja. Keine Ahnung, wieso das ist. Da brauche ich wahrscheinlich ein bisschen Hilfe von jemandem, wieso diese Lag-Spikes manchmal auftauchen. Okay, nehmen wir etwas nicht mit. Zum Beispiel einen Pfeil und holen noch ein paar Hühner. Ein bisschen Holz möchte ich auch noch nehmen. Die weiße Wolle brauchen wir zum Beispiel nicht. Nehmen wir doch das Birkenholz mit. Also zum Verbrennen. Damit wir Holzkohle bekommen. Und ja, dann müssen wir nochmals in die Farmwelt. Ja, als Let's Player ist es nicht immer so leicht, richtig gut fit zu sein und so, wegen Diabetes. Ja, aber es ist natürlich schon wieder ein bisschen ein Übungsprozess. Es ist dort schon 41, also 12:41 Uhr. Aber ich möchte lieber jetzt aufnehmen, also morgen, wo ich trotzdem noch ein bisschen müde bin. Bin lieber, also fitter als am Abend spät, also am Morgen. Weil mein Körper muss sich immer zuerst ein bisschen dran gewöhnen. Ja. So, jetzt haben wir genug Holz, jetzt können wir auch mal noch eine Ding mitmachen, eine Axt. Haben genug Stein. Ah, ist Granit. Ich dachte, wir hätten Stein. Ja, geht nicht. Ja gut, dann nehmen wir den wieder mit. Und jetzt gehen wir einfach mal irgendwo eine suchen, eine Locations spawnen. Okay, hier ist auch. Ich weiß nicht, ob Monster spawnen, aber ich glaube nicht. Sonst müssen die Game Rules alle noch eingeben. Ja, gut. Weise. Game Rule. Ah. Mob, Griefing, False. Dann, Ihre, nein, du, Fire, Tick, False. Und, Game Rule, Random, Tick, Speed. Machen wir auf 6, das ist doppelt so viel wie 3 Standard. Wir könnten zum Beispiel dort oben. Ist vielleicht nicht gerade so ein guter Berg. Vielleicht können wir dort oben wohnen. Das Spawn muss ja nicht so riesig sein. Oder wir gehen einfach ein bisschen weiter nach hinten, aber irgendwo auf die Berge oder so. Oder ans Meer. Wir gehen vielleicht ans Meer. Schau ich noch kurz. Aber ja, wir haben noch genug Zeit. Der Pfad ist erst 20 Minuten alt. Ja, hungern tun wir leider schon. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Mir gefällt das Biom halt nicht so. Mag Berge nicht ganz so. Gibt Leute, die mögen Berge. Ich mag eher so ein bisschen Meer und ja, irgendwie Dschungel. Mesa ist einer meiner Lieblingsbiome, ist aber auch ein bisschen zu dürr alles.
Ich denke, ich gehe jetzt so Richtung, ja, sagen wir aber ein Birkenbiom. Vielleicht gehen wir hier hin. Ich mache mir ein Boot. So. Gehe irgendwo hin. Über den Ozean vielleicht. Ungefähr in die Richtung. Und wir können hier links entlang. Da ist ein Sumpf. Da ist ein Sumpf. Ich muss ja nicht am Spawn wohnen. Ist der ja nicht so gut. Hier könnten wir. Naja. Ich mag irgendwie dieses Ding nicht, Kelpter. Da haben wir Sonnenblumenebene, dort könnten wir hin. Dort. Hier ist die Map nicht so. Also von der alten World Map. Hier. Hier ist schön. Schauen wir mal auf die Map. Ja. Okay. Eine Halbinsel. Ist auch nicht schlecht. Was ist denn das? Das ist Flieder, oder? Ja. Flieder. Fliedkröten. Ja, ich denke, wir werden hier mal Ding. Ich mache mal ein Gebiet. So, einfach mal kurz die Welteditocke rausnehmen. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich das Gebiet machen soll. Diese Halbinsel ist mir ein bisschen im Weg, aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier anfangen, machen wir zum Beispiel hier. Blub. Ah, ich komme fast nicht aus dem Wasser raus. Muss halt vielleicht ein bisschen größer sein. Ich mag keine großen Gebiete, aber ja. Vielleicht die Insel auch noch. So ungefähr. So, haben wir irgendwie einen Block, den wir verwenden können. Und ja, hier machen wir einfach nochmal neu. Da habe ich es jetzt nicht. So, Ding. Das war irgendwo hier. Ja. Das war ungefähr hier. So. Machen wir das mal auch an die Oberfläche, dass man es sieht. Na, ich habe schon eine Idee, was ich hier baue. Wie modern bauen. Baue eine Art, ja nicht eine Villa, aber so eine Art, ja, wie sagt man dem? Chalet oder so etwas können wir nicht machen. So, mein ist geschützt. Jetzt können wir eigentlich hier vorne oder so mal anfangen. Ich sage mal ungefähr. Sage mal, hier fangen wir an. Vielleicht hier oben. So, also wir haben. Okay. Wir haben noch kurz die. Spitze, die Holzaxt. So, jetzt. Wir haben die Sachen erfarmt. Jetzt machen wir die hier hin. So. Machen doch mal
Direkt ein bisschen Holzkohle. Und eine Doppeltruhe können wir nicht machen, weil wir zu wenig Holz haben. Die Steinaxt können wir auch nicht, haben keinen Stein. Ja, dann gehen wir nochmals in die Farmwelt am besten. So, ist wieder Nacht. Schön. Danke sehr. Jo, also. Im zweiten Part erzähle ich so ein bisschen, was wir gedacht haben. Wir machen halt nicht mehr diese vier Fraktionen. Also die werden dann einfach zufällig gemacht. Wir fangen mit einer an. Wenn die ein bisschen gut besucht ist, sagen wir so sechs Leute. Haben wir so ausgedacht. Sechs Leute. Ab sechs Leute darf dann ein anderer, ein siebter oder einer von der Fraktion dann eine neue Fraktion machen. Und dann immer wie weiter. Immer ab sechs Leuten eine neue Fraktion. Und es dürfen nicht Leute machen, die erst kürzlich auf den Server gekommen sind, sondern die Fraktionen werden von denen gemacht, die natürlich sich auch ein bisschen bewährt haben. Ja, auf dem Spiel, auf dem Server schon gespielt haben. Und sonst seid ihr halt einfach nicht gerade so notiert. Könnt schon eine Fraktion machen, aber die wird noch nicht notiert sein. Die wird nicht am Spawn heißen und vorkommen, ja. So, ich habe noch vergessen, einen Homepunkt gemacht zu machen. So. Das hätten wir nochmals hinschwimmen müssen. Also machen wir mal den Schrot rein. Und die Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt gebrauchen können. Eisenklumpen können wir auch zu Eisenbahnen machen. Ja, aber zu wenig. Ich weiß jetzt nur nicht, wie man eine Laterne macht oder so. Brauchen wir auch nicht. Ein Schild möchte ich gerne machen. Wir haben zu wenig Holz. Wir müssen zuerst Holz. So, das war ja jetzt eigentlich genug vom Part. Ich mache morgen dann wieder natürlich einen neuen Part. Und ich hoffe, ja, ihr habt ein bisschen Interesse bekommen, weiterzusehen. Ich habe halt wenig Aufruf oder wenig Zuschauerzeit zu zahlen. Also die Zuschauer schauen zu wenig vom Video. Deshalb bin ich relativ unbekannt. Also ich bekomme halt wenig Fans über, wenn die Leute nie so richtig viel vom Videos schauen. Die Qualität ist halt bei mir noch nicht so gut, aber mit einem neuen PC und einem neuen Mikrofon werde ich eine fantastische Qualität haben. Bis dann einfach Geduld. Für denen, die es schon gefällt, natürlich lieben Dank und zeigt es einfach ein bisschen. Und ja, wir sehen uns dann natürlich gerne dann wieder. Also ich freue mich. Ja, wir haben hier Holzkohle jetzt. Jetzt machen wir noch kurz. Ah, wir haben kein Eisenerz gefunden. Ah, das Kupfer. Bringt das was? Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Gut, dann schlafe ich noch eine Runde. So. Gute Nacht. Tschüss. Oder ja, guten Tag oder so. Tschüss.